Hallo und willkommen bei Arsch und Ananas. Wir sind der Podcast für Jugendliche und für alle, die gerne wissen wollen, wie man Profifußballer wird, Politikerin, Manager oder Schauspielerin. Schauspielerin, richtig, in unserer 13. Folge, da ist es endlich soweit. Wir begrüßen eine der besten deutschen Schauspielerinnen, wie ich finde, und zwar Cornelia Kröschel, 33 Jahre alt, geboren in Dresden, lebend in Karlsruhe und seit 2019, da kennt man sie vor allem als Tatortkommissarin Leonie Winkler. Passend zu ihrer Geburtsstadt ist Cornelia Kröschel Teil des Dresdner Tatort-Teams und wir hören mal ganz kurz rein, was Martin Brambach, ihr Schauspielkollege aus dem Dresdner Tatort, über sie sagt. Tolle Kollegin, sie ist charmant, die kann richtig was und ich freue mich auf die weiteren Arbeiten mit ihr. So, komm, dann arbeiten wir jetzt mal wieder. Bevor wir gleich in voller Länge mit Cornelia über Tatort, Schauspiel und auch über Pferde sprechen werden, noch der Hinweis, dass es uns auf Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Spotify und wahrscheinlich habe ich was vergessen, jedenfalls auch bei allen gängigen Podcast-Kanälen gibt. Liked uns da gerne, verpasst keine Folge mehr und wenn ihr Lust habt, empfehlt uns natürlich gerne weiter. Wie gewohnt gibt's uns auch über die längste Internetadresse der Welt, www.arschundananas.wordpress.com. Da findet ihr dann auch die Folgen 1 bis 12 in voller Länge. Ein Dankeschön geht raus an meine Redaktionskollegen, natürlich an Fabian Bayer und Marco Hüttlin. Die haben auch an dieser Folge wieder fleißig mitgebastelt, genauso wie ich. Mein Name ist David Joram und jetzt wollen wir einsteigen mit Folge 13. Herzlich willkommen bei Arsch und Ananas, Cornelia Kröschel. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Auch an dich die erste Frage, traditionell, Arsch oder Ananas, welcher Typ bist du? Ich entscheide mich für Ananas. Ja, vielleicht hast du noch eine Begründung? Nein. Nein, keine Ahnung, ich mag Ananas total gerne. Ja, gut, nehmen wir es so hin. Ich will gleich mal direkt einsteigen mit deiner Rolle als Tatortkommissarin. Daher kennt man dich vor allem. Ich bin großer Tatort-Fan, habe damals auch dein Debüt-Tatort gesehen, fand ihn sehr gut. Das Nest kam raus 2019. Wie war das für dich zu erfahren, hey, ich darf jetzt Tatortkommissarin spielen? Vielleicht kannst du uns nochmal den Moment schildern, als klar war, ich bin jetzt die neue Dresdner Tatortkommissarin. Das war eigentlich ganz entspannt und ganz, aber gleichzeitig auch total spannend. Ich war eingeladen zu einem Mittagessen mit der Produzentin und der Producerin und ich natürlich völlig naiv dachte so, was machen die eigentlich? Was machen die denn für eine Produktion? Gar keine Ahnung. Und dann nach 5 Minuten meinten sie so, ja, wir produzieren ja den Tatort Dresden. Und ich so, ja klar, wusste ich natürlich. Bei uns wird eine Kommissarin aussteigen. Hättest du Lust, das zu machen? Und ich habe eigentlich wirklich genau in dem Moment schon gewusst, logisch mache ich das. Es war nie mein vorrangiges Ziel, Tatortkommissarin zu werden. Aber da ich gebürtig aus Dresden komme, wusste ich sofort, dass das einfach für mich immer schon der Gedanke da war, das ist irgendwie ein Sechser im Lotto. Also zum einen einfach wirklich die Rolle, dann 2 Projekte sicher im Jahr zu haben, solange ich dabei bin, ist irgendwie auch nicht das Verkehrteste. Und die Möglichkeit zu haben, 2-mal im Jahr 4-5 Wochen in meiner Heimatstadt zu sein, das bedeutet mir wahnsinnig viel, weil ich natürlich sehr viel unterwegs bin und ja auch nicht in Dresden wohne. Und da freue ich mich sehr drüber. Das heißt, du hast auf der Stelle zugesagt? Ja, tatsächlich, ohne nachzudenken. Es war auch voll in Ordnung, aber ich habe es wirklich sofort gesagt, ja Leute, logisch, mache ich, klar, bin dabei. Ja, dann kam ja dieser erste Tatort, Drehbeginn war im Oktober 2018, ausgestrahlt wurde er 2019. Da musstet ihr dann direkt einen Serienmörder suchen, ne? Also das war das Setting. Hättest du dir vielleicht einen sanfteren Einstieg gewünscht? Ich meine, Serienmörder ist ja schon happig zum Auftakt. Nee, überhaupt nicht. Ich bin wahnsinnig glücklich über unsere erste Folge, weil der Film an sich so spannend war, dass meine Einführung fast so ein bisschen nebenher passiert ist und aber trotzdem nicht hinten runtergefallen ist. Und ich auch nach wie vor wahnsinnig glücklich bin über den Erfolg dieser Folge. Und ich hätte mir tatsächlich keinen besseren Einstieg wünschen können, wobei ich natürlich sagen muss, dass ich auch bis heute immer wieder merke, wenn ich eine Tatortkommissarin oder generell eine Polizistin spiele, es ist schon wahnsinnig weit weg von mir persönlich. Ich habe mit Verbrechen und Mord und Totschlag in meinem Alltag nichts zu tun. Mein Leben ist ein Ponyhof. Und das ist wahnsinnig
herausfordernd, das herzustellen, dieses Gefühl zu sagen, ja, dieser Mensch, der da liegt, also der Komparse, der Statist oder manchmal haben wir auch Puppen, der ist tot, der ist gestorben, der ist ermordet worden. Und das ist eine große schauspielerische Herausforderung, jedes Mal. Die Kommissarin, die du spielst, die heißt Leonie Winkler, die wirkt manchmal so ein bisschen, ich will nicht sagen tapsig, aber so ein bisschen naiv, so ein bisschen zurückhaltend, zumindest im Vergleich zu deiner Kollegin. Wie viel Leonie Winkler steckt in dir selbst drin? Also das hat sicherlich viele Parallelen gehabt in dem Moment mit diesem Neueinstieg und mit gar nicht mal mit dem Drehen, weil das mache ich ja schon ewig. Und ich habe mich auch sehr selbstsicher gefühlt, weil es meine Heimatstadt war, also beim Dreh der ersten Folge. Aber eben diese Kommissarsrolle, was ich gerade auch gemeint habe, das war von Anfang an einfach ungewohnt zum Spielen, weil wir ja wenig Emotionen spielen und wirklich irgendwie in die Gefühle hineingehen können, sondern wir erfüllen eine Funktion, wir sind die Tatortkommissare, wir müssen die Informationstexte liefern und irgendwie das Ganze spannend verkaufen. Und damit war ich von Anfang an noch ein wenig unsicher. Und ich kann mir vorstellen, dass die Leo im Laufe der Zeit immer cooler wird und lockerer, weil ich damit cooler werde. Und da waren vielleicht die Parallelen von Anfang an. Das heißt, man wächst mit der Aufgabe. Kann man das so formulieren? Ja, auf jeden Fall. Also weil wir als Team auch uns wahnsinnig gut verstehen und gut zusammengewachsen sind und souverän irgendwie da unser Ding machen und uns alle freuen, wenn wir wieder in Dresden sind und uns sehen und gemeinsam 4, 5 Wochen zusammen verbringen dürfen. Und dadurch wird das, glaube ich, immer besser werden. Dein Vorgesetzter in diesem Film oder im Tatort, das ist ja dieser Peter Schnabel. Ich finde ihn persönlich ganz großartig, weil er immer so schön ausrastet, Choleriker vor dem Herrn ist. Wie erlebst du ihn? Also einerseits am Set und auf der anderen Seite privat. Also ich finde, dass er für uns zwei Frauen als Ermittlerinnen die perfekte Ergänzung ist, weil ich glaube, dass das macht die Sache irgendwie rund. So auf seine Art, wie er einfach so ist, der Martin. Und am Set ist es immer sehr, sehr lustig mit ihm und eine sehr große Herausforderung, weil Martin wahnsinnig viel Aufmerksamkeit braucht. Und wenn man dann so ein bisschen in seinem Tunnel ist, weil man gerade was spielen will oder wenn man sich konzentrieren muss, dann muss man sich manchmal so ein bisschen abschotten. Aber er ist ein unfassbar toller und feinfühliger und lustiger und großartiger Kollege und ich freue mich jedes Mal, wenn wir zusammen drehen und wünsche mir, dass er einfach noch ein bisschen mehr bei uns auch am Set ist, weil er manchmal gar nicht so viel zu tun hat in unserem Tatort, aber er ist wirklich ein toller Kollege. Er ist ja auch einer, der dann im Film natürlich euch ziemlich anschnauzt und so derbe sächsisch zur Schnecke macht auch so ein bisschen. Nimmt man sich das dann auch manchmal dann so ein bisschen zu Herzen oder weißt du sofort in dem Moment, naja gut, es ist halt Schauspiel? Nein, das ist Schauspiel. Nein, nein, das nimmt man sich nicht zu Herzen. Das wäre ja auch schlimm, wenn wir das machen würden. Also es gibt schon Momente als Schauspielerin, wo du ein bisschen aufpassen musst, dass du deine privaten Gefühle nicht mit der deiner Rolle vermischst. Also ich hatte zum Beispiel mal einen Film, wo ich eine Figur gespielt habe, die wurde von jemandem erschlagen und dann begraben in einem Sarg und dann im Boden vergraben. Und dann wacht sie auf, weil sie ist noch nicht tot und stellt fest, ich bin irgendwie eingesperrt und erstickt. Und der Regisseur wollte also diesen Moment gerne sehen. Sie wacht auf, sie gerät in Panik, sie erstickt. Und das zu spielen ist für deinen Körper eine so krasse Herausforderung, weil du in dem Moment deinen Körper, deine Zellen, die können ja nicht unterscheiden, ob es echt ist oder nicht, weil das ist ja das, was mir am Herzen liegt, dass ich möglichst authentisch irgendwie rüberkomme und deswegen versuche ich da irgendwie auch alles reinzuschmeißen. Und als ich dann fertig war mit dieser Szene, die Tränen, die da liefen, waren dann auch nicht mehr gespielt, weil es einfach krass war. Und als ich dann fertig damit war, musste ich mir selber die ganze Zeit sagen, es ist alles gut, dir ist nichts passiert, das war alles nur gespielt. So, und das sind die Momente, wo man dann vielleicht aufpassen muss, aber nicht, wenn Martin uns anschnauzt. Das ist irgendwie alles fein, das ist eher lustig. Spannend, spannend. Wenn du die Tränen ansprichst, das habe ich mich früher immer gefragt, oder ich frage es mich auch heute manchmal noch, wie schaffen es eigentlich Schauspielerinnen, auf Knopfdruck zu weinen? Gibt es da spezielle Techniken, Tricks? Vielleicht verrätst du uns da mal ein bisschen was. Also es gibt tatsächlich Kollegen, die können das. Die können das von sich aus, die brauchen eine halbe Minute und die Tränen laufen. Ich kann das nicht mehr. Keine Ahnung, ich bin zu abgestumpft. Ich habe zu viele Filme gedreht. Ich bin irgendwie zu, keine Ahnung, wenn ich am Set bin, bin ich in so einem
Arbeitsmodus und dann wird es einfach auch manchmal ein bisschen schwer, auf die eigenen Gefühle zuzugreifen in dem Moment, weil man ja in dem Moment funktionieren soll. Und es gibt aber natürlich zahlreiche Tricks. Also es gibt so kleine Blasröhrchen, in denen ist so ein bisschen Pfefferminz drin und dann kommt also die Maskenbildnerin und pustet dir so ganz sanft in die Augen und dann kriegst du sozusagen so eine Mentholfüllung in die Augen, wodurch einfach der Tränenfluss ein bisschen angeregt wird. Und dann gibt es Stifte, dieses wie ein Lippenstift im Prinzip. Und der ist auch mentholhaltig und dann wird das unter die Augen so ein bisschen verrieben und auch das aktiviert sozusagen den Tränenfluss. Und im Idealfall am schönsten, also mir gefällt es am besten, wenn ich es wirklich schaffe, so sehr in der Emotion zu sein, dass die Tränen von sich aus kommen, aber das gelingt mir jetzt auch nicht immer. Grundsätzlich, wie schwer ist es, Emotionen zu transportieren, eben mit ans Set zu bringen, obwohl man eben genau weiß, ja, das bin halt nicht ich, die da spielt? Also das ist ja tatsächlich die große Herausforderung. Ne? Ich habe jetzt, mit wem habe ich denn gesprochen? Keine Ahnung. Neulich habe ich mit jemandem gesprochen, der zu mir meinte, naja, also eigentlich stelle ich mir das ja gar nicht so schwer vor. Ihr lernt euren Text auswendig und stellt euch dahin und dann sprecht ihr den Text und das ist es. Das ist doch alles, was zu Schauspiel gehört. Und ich meinte so, naja, nicht ganz. Weil das ist ja genau der Punkt, dass du also in dem Moment, wo alle auf dich warten, wo die Kamera auf dich gerichtet ist, wo du im Mittelpunkt stehst, trotzdem es schaffst, die Verbindung zu deinem Inneren herzustellen und dich so durchlässig zu machen und so weit zu öffnen, dass du, obwohl du unter diesem Druck stehst, den ja jeder kennt, wenn er schon mal vor einer Schulklasse oder vor einer Gruppe gestanden hat und irgendwas sprechen musste, wenn du trotz dessen, dass du unter diesem Druck stehst, es schaffst, dein Herz zu öffnen und deine Emotionen zu zeigen. Und das ist die große Herausforderung für uns Schauspieler. Und das ist aber tatsächlich auch einfach eine Übungsfrage. Und wenn man das schon so viele Jahre macht, dann schafft man das irgendwie. Ich kann mir vorstellen, dass jeder Schauspieler letztlich irgendwie seine ganz individuelle Art hat, wie er darauf zugreifen kann. Oder er ist ein sehr guter Techniker und kann wahnsinnig gut technisch behaupten und wie gesagt einfach auf Knopfdruck weinen und so und das Ganze dann trotzdem so echt aussehen zu lassen, obwohl es ihn im Innersten gar nicht berührt, dass das nachher trotzdem funktioniert. Dieses Herz öffnen, wie du es ausgedrückt hast, dieses Dasein, wenn man unter Druck steht. Du meintest, klar, jeder macht das so ein bisschen für sich. Uns interessiert natürlich, welche Technik du hast oder ist es mittlerweile einfach nur noch Routine? Also ich habe über die Jahre gemerkt, dass ich meine eigenen Filme nicht mag, wenn ich mir nicht glauben kann. Und deswegen versuche ich möglichst authentisch das Ganze irgendwie. Das ist ja so das große Wort Authentizität im Schauspiel, was mir zumindest sehr wichtig ist. Das heißt, wenn ich meine Texte spreche und wenn ich meine Emotionen zeige, dann versuche ich die ganze Zeit, dass es sich so anfühlt, wie wenn es wirklich passieren würde. Das heißt nicht, dass ich mich voll und ganz da reingebe und in der Situation bin, dass ich jetzt wirklich da stehe und von einem Mörder verfolgt werde oder was auch immer, sondern ich versuche dann vielleicht eine Situation oder mich auf das Gefühl zu konzentrieren, was da ist, also zum Beispiel die Angst, und mir dann zu überlegen, was macht mir persönlich als Cornelia Gröschel Angst oder einfacher ist es dann natürlich mit Themen wie Trauer oder Verliebtsein oder sowas. Dann kann man sich jemanden vorstellen oder an einen besonders schönen Moment erinnern oder an einen besonders traurigen Moment und versuchen, zu diesem Moment und zu diesem Gefühl eine Verbindung herzustellen. Und das dann wiederum der Rolle zu schenken und in die Figur zu geben und da mithilfe des Textes die Emotionen zu verknüpfen und dann irgendwie da ein Ganzes draus zu machen. Im Idealfall. Gelingt mir aber auch nicht immer. Also ich finde es ganz schlimm, wenn ich vor der Kamera stehe und das Gefühl habe, das stimmt einfach nicht, was du da sagst. Das fühlt sich nicht echt an, das ist behauptet, das ist unecht. Hattest du schon mal eine Rolle, wo du gemerkt hast oder vielleicht ziemlich früh dann bemerkt hast, ach shit, die passt ja überhaupt nicht zu mir? Also ich habe mich zu Beginn sehr schwer getan mit der Leo Winkler. Also weil ich wirklich gemerkt habe, ich weiß einfach nicht, wie ich das spielen soll. Ich weiß nicht, wo ich das hernehmen soll, wo ich das behaupten soll. Weil es ist ja auch, also das eine, so eine Kommissarin zu spielen und irgendwie mit der Waffe rumzurennen, das ist ja das eine. Aber wenn du dann zum Beispiel Szenen hast, wo du
in die körperliche Auseinandersetzung kommst und dich prügeln musst mit jemandem oder so, da merke ich einfach immer wieder, das ist so weit weg von mir, weil ich gar kein Mensch bin, der sich gerne körperlich mit jemandem irgendwie auseinandersetzt und in die Gewalt kommen würde. Und das ist dann, also das fällt mir unheimlich schwer. Würdest du sagen, dein Leben besteht aus der Zeit vor dem Tatort und jetzt? Nö, auf gar keinen Fall. Mm-mm. Weil ich das Glück hatte, und ich kann es für mich tatsächlich auch als Glück bezeichnen, dass ich meine Schauspiellaufbahn ganz, ganz, ganz langsam und ganz behutsam aufbauen durfte. Also ich habe mich viele Jahre gefragt, Mensch, warum habe ich denn noch nie einen Preis gewonnen und warum bekomme ich denn nicht die große Aufmerksamkeit und warum bin ich nie auf irgendwelchen Galas eingeladen und so, all diese Sachen, wo ich dachte, Mensch, das sind andere Schauspieler, die sind viel jünger als ich und sind von heute auf morgen Stars. Und in dem Moment, wo ich angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, habe ich festgestellt, hey, sei doch froh, weil meine Seele durfte mitwachsen. Mit allem, was ich mir aufbauen durfte, immer ein ganz kleines bisschen mehr, ein neues Projekt, ein ganz kleines bisschen mehr Presse und dann doch mal hier und da eine Gala und ein Event und all diese Sachen. Und das heißt, ich durfte einfach da hineinwachsen, bis ich dann letztlich beim Tatort gelandet bin. Und das war eben nicht so ein von heute auf morgen Erfolg, sondern es war etwas, was wachsen durfte. Und dafür bin ich sehr dankbar. Wenn du sagst, wachsen konnte, wo liegen so ein bisschen deine schauspielerischen Wurzeln? Also wo wurde schon der Grundstein gelegt für die, sozusagen für die Tatortrolle letztlich heute, die du inzwischen hast? Das könnte ich gar nicht so an einer Sache festmachen. Ich glaube, das war die Kombination aus allen Dingen, die ich machen durfte. Ich habe mit 4 Jahren angefangen zu tanzen und stand eben auch durch das Tanzen schon ein bisschen auf der Bühne. Mein Vater war früher Opernsänger, mein Großvater war auch Opernsänger, meine Mutter war ganz viele Jahre Pianistin. Das heißt, so ein bisschen die Theater- und Bühnenwelt war mir vertraut. Und dann habe ich mit 10 Jahren angefangen zu drehen und bin dann da einfach so hineingewachsen und habe dann ja ganz, ganz viele Fernsehfilme drehen dürfen. Also Kino habe ich selten gemacht, aber ganz viele Fernsehfilme. Und dadurch hat sich das dann alles durch jeden Input so ein bisschen verfeinert und gefestigt. Dann war ich 2016 auch mal 3 Monate in Amerika, weil ich irgendwie mal ausprobieren wollte, wie ist das für mich, wenn ich auf Englisch spielen muss, weil es für mich sehr so fremd ist, weil ich sehr meine deutsche Sprache sehr liebe und sehr gerne in der deutschen Sprache spiele. Und dort waren das dann eben auch viele, also ich habe dann Schauspielcoachings besucht und Kurse gemacht und da ging es eben auch ganz viel um das Thema Authentizität und diese Sachen. Und ja, und das hat mich dann irgendwie dahin gebracht, wo ich jetzt bin und bin aber irgendwie auch überhaupt noch gar nicht irgendwie am Ziel oder dass ich sage, so, ich kann das jetzt und es läuft jetzt und alles für immer bleibt so, wie es ist, sondern dadurch, dass das Privatleben einen ja auch ja, irgendwie sehr prägt, ist das dann auch etwas, was immer wieder mit hineinfließt in die Arbeit. Wenn du ansprichst Englisch, Deutsch, inwiefern gibt es da große Unterschiede, ob man jetzt auf Englisch spielt oder auf Deutsch spielt? Anscheinend, oder das liest man häufiger oder hört auch das hin und wieder, haben deutsche Schauspielerinnen, deutsche Schauspieler nicht so große Lust, in anderen Sprachen zu spielen. Wie ist es bei dir? Ja, mir geht es ein bisschen ähnlich. Ich glaube, für mich sind einfach die Nuancen, die ich über die deutsche Sprache, über die Betonung, über alles das, was ich damit verbinde, weil ich immer schon ein großer Liebhaber bin von der deutschen Sprache, was ich damit ausdrücken kann, das ist mir so wichtig und das ist ein großer Anteil, der mir fehlen würde, wenn ich auf Englisch spielen würde. Und weil ich natürlich im Englischen auch dann anfange, über die Worte nachzudenken und vor allem über die Aussprache nachzudenken und mich die ganze Zeit zu fragen, hört sich das jetzt total deutsch an, wenn ich das jetzt so spreche? Also wenn es jetzt eine Deutsche wäre, dann wäre es ja nicht so schlimm, aber wenn du jetzt versuchst, irgendwie besonders cool Englisch zu sprechen und es klingt aber einfach nicht cool, weil du aus Deutschland kommst, dann ist das ein so großer Faktor in meinem Kopf, der mich total blockiert, nachher zu spielen. Also mir ist das dann schon ganz gut gelungen, als ich damals in Amerika war irgendwann und es hat mir auch Spaß gemacht. Aber ich merke immer wieder, also ich würde einer deutschen Produktion, deutschsprachigen Produktion sicherlich den Vorzug geben. Bei 61 Filmen hast du mitgespielt, laut Wikipedia. Das hört sich sehr stringent an und die Rollen wurden auch immer größer. Und jetzt warst du allerdings als 14-Jährige bei Harald Schmidt und hast gesagt, du willst eigentlich Reiterin werden. War das so ein bisschen aus der Laune heraus oder gab es tatsächlich mal die Möglichkeit für dich zu sagen, ah nee, ich werde doch keine Schauspielerin?
Das war tatsächlich nie eine Option, Schauspielerin zu werden. Ich habe das allen erzählt, die das hören wollten. Ich habe immer gesagt, nee, ich mache das hier nur so. Ich mache das nur so zum Spaß. Ich hatte nie so richtig einen Plan, weil ich jetzt auch kein klassisches Lieblingsfach in der Schule hatte, was mir gesagt hätte, das ist meine Richtung, sondern ich hatte halt immer nur das Drehen und die Pferde und wollte dann lange eben die Pferde, die Leidenschaft zum Beruf machen. Bin dann aber ganz froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil irgendwie dadurch die Pferde so mein ganz persönlicher Rückzugsort geblieben sind und keine Notwendigkeit, Geld zu verdienen. Und ich glaube auch, die körperliche Herausforderung in der Arbeit mit Pferden, die wäre mir irgendwann zu viel geworden. Und ich hatte dann mal eine Zeit lang während der Abi-Zeit gedacht, ich werde so Managerin und Europasekretärin, irgend sowas, weil ich irgendwie ganz gut organisieren kann. Und habe das aber echt auch nur so halbherzig verfolgt. Und dann habe ich angefangen, Sprechunterricht zu nehmen. In der, ich glaube, 11. oder 12. Klasse. Aus heiterem Himmel heraus, oder wie kam es dazu? Naja, ich hatte ja schon gedreht zu der Zeit. Und ich hatte selbst immer so ein bisschen gedacht, Mensch, hey, aber dieser Dresdner Dialekt, das geht doch einfach mal gar nicht. Und dann wollte ich eben durch den Sprechunterricht mir selbst ermöglichen, dass ich in welcher Form auch immer, ich nachher irgendwie, welchen Beruf auch immer ich machen werde, dass ich Hochdeutsch sprechen kann. Und als ich dann an eine Sprecherzieherin kam, war das nun durch Zufall eine, die die Schauspielstudenten, die von der Leipziger Schauspielschule in Dresden am Theater gespielt haben, die hat die betreut. Und das heißt, die war total in diesem Schauspielschulkonglomerat drin und die hat eigentlich fast automatisch angefangen, mit mir Rollen zu arbeiten und mich aufs Vorsprechen vorzubereiten. Und irgendwann dachte ich, naja gut, also jetzt hat sie dich schon vorbereitet, jetzt geh halt wenigstens mal vorsprechen, jetzt probierst du das mal ein Jahr lang. Ich hatte gar keine Ahnung von Schauspielschulen, 0,0. Ich wusste auch nicht, dass viele dort wirklich 2, 3 Jahre lang immer wieder versuchen vorzusprechen. Ich habe einfach gedacht, ich fahr mal hin und wenn sie mich nicht wollen, dann lasse ich es und dann mache ich was anderes. Und dann wurde ich aber eben direkt angenommen und dann bin ich mit derselben Einstellung daran gegangen. Ich war dann 19 und habe gedacht, ja gut, dann studierst du jetzt halt mal Schauspiel und wenn du es dann keinen Bock drauf hast, das zu machen, bist du 23, dann kannst du ja immer noch was anderes machen. Ja, und es war dann auch tatsächlich ziemlich scheiße, weil ich einfach ja vom Film kam und das ganz feine, nuancierte Spiel gewohnt war und plötzlich sollte ich also groß und laut und extrovertiert auf der Bühne stehen und das ging einfach gar nicht und ich glaube, meine Dozenten sind verzweifelt an mir, weil sie die ganze Zeit nur gedacht haben, Alter, nimm doch mal einen Stock aus dem Arsch, was ist denn los mit dir? Wir wissen doch, dass du es kannst, aber du zeigst es nicht. Und das hat dann sehr lange gedauert und zu Beginn des dritten von 4 Studienjahren ist dann irgendwie der Knoten endlich geplatzt und ich stand auf der Bühne groß und laut und extrovertiert und fand es mega geil und habe gedacht, Mensch, cool, das steckt in dir drin und so kannst du sein. Das wusste ich nicht. Und das hat mich so begeistert, dass ich dann im dritten Studienjahr nach über 11 Jahren Schauspielerfahrung beschlossen habe, ich werde Schauspielerin. Also auch so ein bisschen mit Anlauf letztlich. Ja, wenn du hast die Hochschule angesprochen, Hochschule für Musik und Theater in Leipzig. Ich will noch mal ein bisschen auf die Aufnahmeprüfung kommen. Was muss man denn da genau machen? Also du meintest, andere, die haben es 2, 3 Jahre versucht, bei dir hat es irgendwie gleich geklappt. Wie darf man sich so eine Aufnahmeprüfung vorstellen? Also ich weiß tatsächlich gar nicht, wie viel sich jetzt verändert hat. Das ist jetzt ja auch schon 14 Jahre her, dass ich vorsprechen war. Krass ist das lang. Also wir mussten damals 3 gearbeitete Rollen vorspielen. Also entweder du bereitest dich selbst drauf vor oder du hast jemanden, der dich unterstützt. Das ist, glaube ich, beides voll in Ordnung. Wichtig ist einfach nur, dass es irgendwie, dass du deine eigene Note dem Ganzen verpasst. Und das heißt, du nimmst dir ein modernes Theaterstück und suchst dir eine Rolle raus, die dir gefällt und erarbeitest dir sozusagen einen Monolog. Und dann brauchst du noch ein historisches, also ein klassisches Stück, also sowas wie Romeo und Julia oder ein Goethe oder ein Schiller oder was auch immer. Und dann vielleicht noch eine dritte Rolle, die spielst du dort vor. Dann wird meistens nach einem Lied gefragt, damit man mal so ein bisschen einen Eindruck bekommt, ob du singen kannst. Und wenn du die erste Aufnahmeprüfung geschafft hast, dann gibt es meistens noch eine zweite. Da gibt es dann noch so einen kleinen Bewegungstest. Aber also ganz ehrlich, das ist total harmlos. Ich habe ja so ganz viele Jahre getanzt und ich habe immer gedacht, das ist Grundvoraussetzung, dass man irgendwie schon tanzen oder sowas kann, aber überhaupt nicht. Also ganz entspannt.
Ja, und dann wird manchmal einfach noch ein bisschen mit dir gearbeitet. Also sprich, du spielst eine Rolle vor und dann sagt der Dozent, ähnlich wie im Theaterproben, jetzt spiel's mal so und jetzt spiel's mal so. Und dann wird geschaut, wie gut kannst du mit Regieanweisungen umgehen, wie schnell kannst du Dinge umsetzen. Oder du improvisierst mal eine Szene und spielst einfach mal ganz frei zu einem Thema mit einem Anspielpartner. Und ich wurde damals noch nach einem Witz gefragt und ich hatte natürlich keinen parat und es war mir mega peinlich. Also so ein bisschen einfach zu schauen, wie locker und wie entspannt bist du und wie kannst du was rüberbringen. Ja, das war, glaube ich, mein Vorsprechen. Und seither hast du natürlich immer spontan Witze parat, richtig? Natürlich nicht, ist ja klar. Frag mich jetzt ja nicht nach einem Witz. Na gut, die Frage sparen wir uns. Dich hat es ja dann kurz nach deinem Abschluss hat sich nach Karlsruhe verschlagen ans Badische Staatstheater. Und du hast dann in dem Stück Agnes hast du mitgespielt. Und zwar stolze 175 Mal. Und da würde mich interessieren, ja, wie war es beim ersten Mal? Wie war es beim letzten Mal? Also das war tatsächlich ein Herzensstück von mir, obwohl es inhaltlich eigentlich immer so war, dass wir bis zum Schluss nicht so ganz wussten, was wir eigentlich damit erzählen und wie das Stück ausgeht. Und mein Partner und ich bis zum Schluss immer wieder daran gefeilt haben und überlegt haben und gedacht haben, ja, also wie spielen wir das jetzt? Und so. Aber es war komischerweise eine Intuition. Ich habe damals im Spielplan, ohne zu wissen, was Agnes eigentlich sein soll, gedacht, das ist mein Stück. Das möchte ich spielen. Und ich wurde dann besetzt und ich war damals 24, stimmt das? Ja, ich glaube, ich war 24, als ich das angefangen habe zu spielen, war topfit und habe irgendwie, das Stück geht ungefähr 1,5 Stunden, habe dann einfach super durch das Stück durchgepowert. Meine Agnes war halt super aktiv und wir haben ganz viel mit Requisiten gespielt und ich habe die dann alle auf die Bühne geschoben und am Ende wieder raus und in einem unheimlichen Tempo. Und je älter ich wurde und umso weniger Theater ich gespielt habe, desto unfitter wurde ich, bis ich dann irgendwann gegen Ende gedacht habe, sag mal, wie hast du das denn hingekriegt damals in diesem Tempo? Und wenn ich zu müde war, musste ich die Vorstellung dann mit Red Bull trinken, weil ich es gar nicht mehr geschafft habe. Aber das Spannende war eigentlich viel mehr inhaltlich, dass ich natürlich mit 24 ganz woanders stand als dann mit Ende 20 und dann zu schauen, immer wieder diese Verbindung zu meinem 24-jährigen Ich herzustellen und zu gucken, was würde ich denn jetzt wahrscheinlich ganz anders spielen oder wo bin ich, das ist ja auch als Frau eine sehr entscheidende Phase, vom Mädchen zur Frau sich zu entwickeln und das war ein sehr spannender Prozess, der mir dann in dem Theaterstück irgendwie immer wieder ein Stück weit einen Spiegel oder eine Erinnerung vorgehalten hat. Und das habe also ich habe es ja wirklich, glaube ich, 6 Jahre gespielt und ich habe das bis zum Schluss wahnsinnig gerne gespielt. Jetzt musst du noch mal ganz kurz erklären, Agnes, worum ging es da? Das wissen wahrscheinlich nicht alle, die jetzt zuhören. Was macht das Stück so besonders? Ganz kurz. Agnes ist ein Roman von Peter Stamm, der in Baden-Württemberg ganz viele Jahre im Abitur gelesen wurde. Und daher wurde das Stück also in den Spielplan aufgenommen. Und es geht um eine junge Frau, die sich in einen deutlich älteren Mann verliebt, der Schriftsteller ist und die aber mit sich selber sehr unsicher ist. Sie ist Physikstudentin und sie bittet ihn irgendwann, über sie zu schreiben. Und er fängt an, sich sozusagen eine fiktive Agnes zu erschaffen und verliert sich komplett in dem, was er schreibt. Und sie ist dann schwanger und er möchte das Kind nicht und dann verliert sie es und dann ist das so eine eigenartige Zwischenwelt zwischen dem Roman und der Realität, bis sie dann am Ende beschließt, ihn zu verlassen. Und es ist bis zum Schluss auch im Roman und auch in unserem Theaterstück komplett unklar, ob sie einfach geht oder ob sie sich das Leben nimmt oder wie es letztlich ausgeht. Ja, also eine etwas abstruse Liebesgeschichte. Und dann kam ja dieses 175. Mal, du hast sie dann zum letzten Mal gespielt. Wie schwer fiel dir der Abschied oder wie erleichtert warst du vielleicht auch? Also, ich glaube, es war von beidem etwas. Es war wirklich ein lachendes und ein weinendes Auge, weil die Agnes mich über so viele Jahre begleitet hat in meinem Leben. Und das war eigentlich wie so ein Barometer, immer zu gucken, wo stehe ich und was hat sich entwickelt, auch privat und auch meine Stimme, mein Körper, wie fit bin ich und kann ich das noch leisten, kann ich es nicht leisten. Und das war irgendwie, ich mochte das immer.
Und es gibt einem natürlich auch so eine kleine Sicherheit, wenn man weiß, im Monat kommen so 2, 3 Vorstellungen, wo du einmal auf der Bühne stehen darfst. Und das vermisse ich schon sehr. Also ich hoffe, dass sich das irgendwann wieder ergibt, dass ich so ein Stück spielen darf. Mittlerweile bist du genau natürlich vor allem aus dem Fernsehen bekannt, beziehungsweise du hast auch eine Serie oder am Laufen, Freaks heißt die, die im letzten September losging. Dahingehend die Frage, was macht eigentlich mehr Spaß, Bühne oder TV? Ja, wo gibt's Vorteile, Nachteile? Wie siehst du das Ganze? Freaks ist tatsächlich nur ein Film. Wir haben leider keine Serie draus machen können, also weil das dann irgendwie nie wieder weiterverfolgt wurde. So viel dazu. Also, es ist sehr unterschiedlich, finde ich. Und ich könnte auch nicht sagen, wo ich lieber bin, vor der Kamera oder auf der Bühne. Es sind sehr unterschiedliche Arten zu spielen, weil es auch sehr viel auf der Bühne eben wirklich größer und lauter und extrovertierter bis in die letzte Reihe ist. Und ich liebe aber genauso sehr das kleine, feine Spiel für die Kamera, wo du mit einem Blick alles erzählen kannst. Das Spannende auf der Bühne ist natürlich, dass du eine Figur von Anfang bis Ende am Stück spielen kannst. Du kannst über den Verlauf des Stückes diesen Bogen spannen der Entwicklung deiner Figur. Und das ist beim Film natürlich sehr schwierig, weil wir ja nicht chronologisch drehen können. Und du musst also immer sehr genau wissen beim Film, wo ist meine Figur gerade, was ist schon passiert, was ist noch nicht passiert heute an dem Tag in der Szene, die wir spielen. Und das ist ein bisschen schwierig manchmal. Und mir macht aber auch bei der Filmarbeit das Drumherum sehr viel Spaß. Also du musst natürlich zum einen spielen und zum anderen musst du aber gleichzeitig darauf achten, dass du deine Requisiten immer exakt gleich bespielst und auch immer exakt im selben Moment nach links guckst und nach rechts guckst, wenn die Szene dann von der anderen Perspektive ausgedreht wird. Und das sind Sachen, die mir total Spaß machen, die ich sicherlich durch das Tanzen irgendwie, die mir da sehr leicht fallen. Und ich kann mir vorstellen, dass dem einen oder anderen Schauspieler dieser Teil der Filmarbeit nicht so viel Spaß macht, aber mir schon, und deswegen könnte ich auch wirklich nicht sagen, was ich lieber mache. Auf der Bühne ist es ja so, klar, man ist live, es ist nicht gedreht, so die Performance, die muss sitzen. Ist die Nervosität da vielleicht ein bisschen höher? Ja, das aber meist nur am Anfang. Also zur Premiere natürlich oder zur allerersten Hauptprobe oder vielleicht noch in den ersten 3 Vorstellungen, und dann bekommst du eine sehr, sehr, sehr schöne und spannende Routine, die dir so eine Gelassenheit gibt, deine Figur immer wieder neu zu entwickeln und neu zu entdecken. Und das macht dann richtig viel Spaß, wenn du ein Stück so ähnlich wie Agnes so lange spielen darfst und einfach gar nicht mehr aufgeregt bist, sondern ganz selbstverständlich auf die Bühne gehst und dann die Räume entwickeln kannst, auch zu schauen, wie ist das Publikum heute drauf, muss ich heute mal ein bisschen Gas geben, weil die sonst einschlafen, oder muss ich lauter sprechen, weil die nicht zuhören, weil wir hatten natürlich viele junge Menschen bei uns in der Vorstellung, immer die ganzen Abiturienten, und das war ganz, ganz spannend, die Energie im Raum wahrnehmen zu können, weil ich musste mich ja nicht mehr so sehr auf mein Schauspiel konzentrieren, weil das lief irgendwie in meinem Unterbewusstsein ab, und dann einfach nur hinzuspüren, wie ist heute die Stimmung im Saal? Sind die Kinder oder Jugendlichen, jungen Erwachsene bei mir oder sind sie nicht bei mir? Kann ich sie kriegen? Ich habe mich immer riesig gefreut, wenn ich es geschafft habe, sie dann irgendwann zu fesseln und dann irgendwie zu spüren, ah, jetzt sind sie dran, jetzt habe ich sie. Und das war immer so meine Herausforderung für das Stück. Gab es auch mal so 1, 2 Pannen, wo du sagst, ach Gott, was ist mir heute da wieder passiert? Also bei Agnes glaube ich tatsächlich nicht unbedingt. Ich habe mal in einem Stück natürlich mal einen Hustenanfall bekommen, in irgendeinem anderen Stück, und bin dann einfach, habe dann kurz so gesagt, so, wart mal kurz, bin an die Seite gegangen, habe gehustet, bin wieder auf die Bühne und habe einfach weitergespielt. Oder man bekommt dann natürlich über die Jahre auch so ein bisschen so eine Gelassenheit, und dann sagt man einfach, ja, jetzt weiß ich dann auch nicht mehr, wie es weitergeht, und fragt dann mal nach dem Text bei der Soufflöse. Aber so richtig große Pannen weiß ich jetzt gar nicht mehr. Nee, sind mir, glaube ich, nicht passiert. Bisher. Würdest du sagen, du bist Perfektionistin, ein Stück weit? Ein Stück weit ist gut. Ja, schon. Vielleicht magst du es ein bisschen ausführen. Was heißt Perfektion für dich? Heißt es, keine Ahnung, vor einer Rolle so und so viele Stunden üben, früh ins Bett gehen? Vielleicht kannst du auch mal kurz erzählen, wie dein Tagesablauf aussieht. Also wenn ich drehe, bin ich
schon sehr auf den Dreh fokussiert und es gibt sehr wenig nebenher. Also ich bin sehr diszipliniert dann einfach, was so die Schlafzeiten angeht und gucke immer, dass ich dann irgendwie meine 8 Stunden Ruhe habe. Und ich bin niemand, der jetzt irgendwie exakt 4, 5 Stunden jeden Tag seinen Text lernt, weil ich zum Glück durch die Routine relativ schnell meinen Text lernen kann und ich lerne halt so viel, wie es nötig ist. Aber ich habe halt einen sehr hohen Anspruch. Ich glaube, den habe ich so ein bisschen durch meine Eltern mitbekommen, die immer mir ein bisschen suggeriert haben, komm, das kannst du doch noch besser. Und diesen Anspruch habe ich für mich übernommen. Das ist zum einen gut, zum anderen überhaupt nicht gut, weil man da natürlich auch einfach aufpassen muss, dass man diesen Anspruch nicht auf andere überträgt, weil die haben ja ihre eigene Art, mit dem Job umzugehen. Und am Set zum Beispiel bin ich sehr perfektionistisch, dass ich einfach möchte, dass alle Requisiten perfekt vorbereitet sind und dass alles genau so exakt da liegt, wie ich es dann nachher in der Rolle brauche und all diese Sachen, dass das Kostüm perfekt ist und all solche Sachen. Das ist, glaube ich, nicht unanstrengend, wenn jemand so ist, aber es ist auch für viele Kollegen, also auch hinter der Kamera immer, bekomme ich oft das Feedback, Mensch, oh, es ist so entspannend, mit dir zu arbeiten, weil du einfach immer auf alles selber achtest. Ich muss eigentlich gar nichts machen. Und ja, das mache ich einfach gerne. Das macht mir Spaß. Genau, du hast das Text auswendig lernen angesprochen. Dir fällt es leicht. Gibt es da ein paar Tricks, die du vielleicht vermitteln kannst, wie man dann vielleicht auch in der Schule, weiß nicht, Bio-Stoff auswendig lernt oder ähnlich? Kann man ein bisschen was übertragen auf den Alltag eventuell? Nee, ich glaube nicht. Also weil ich jetzt auch keine bestimmte Technik habe. Ich habe mal in der Schulzeit von einem Lehrer, der hat uns versucht, in Latein irgendwie beizubringen, wie man bestmöglich auswendig lernen kann. Und der meinte, dass es also einfach sinnvoll ist, immer wieder von vorne anzufangen, bis dahin, wo man sicher ist. Und wenn man unsicher wird, fängt man wieder von vorne an, bis man diesen Zyklus so ein bisschen erweitern kann. Und ich glaube, so ungefähr lerne ich auch bis heute meinen Text. Aber ich habe neulich mal unter einem Facebook-Post, wo auch jemand gefragt hat, wie kann man gut Text lernen als Schauspieler, völlig verwundert festgestellt, was es da für Strategien gab mit irgendwie seinen Text singen und solche Sachen. Und ich dachte so, hey, warum denn? Lerne doch einfach auswendig. Aber deswegen, ich bin da, glaube ich, so ein bisschen weltfremd, weil es mir einfach nicht so schwer fällt, Gott sei Dank. Weil beim Schauspiel natürlich auch der große Vorteil ist, dass du das gleichzeitig ja mit Emotionen verbindest. Und wenn ich also weiß, welches Gefühl ich spiele, kommt dann irgendwie auch wenigstens sinngemäß der Text. Und das ist beim Biologiestoff natürlich ein bisschen schwieriger. Was mich noch brennend interessieren würde, klar, Leonie Winkler ist ja eine Tatortkommissarin, also fürs Gute sozusagen zuständig. Hattest du auch schon mal Rollen, wo du die Böse sein musstest? Fällt dir das, ja, das gute Schauspiel oder die Rolle der Guten so ein bisschen leichter als die Rolle der Bösen? Macht man da überhaupt Unterschiede als Schauspielerin? Ja, schon. Also man möchte natürlich immer gerne der Sympathieträger sein, ist ja klar. Obwohl natürlich die vermeintlich bösen Rollen sicherlich die spannenderen und größeren Herausforderungen sind. Auf der Bühne ist es oft sehr spannend. Also ich bin ja vom Typ her so mit blauen Augen und blonden Haaren sicherlich der vermeintlich klischeehafte gute Typ, wenn man es jetzt irgendwie mal archetypisch betrachtet. Und auf der Bühne ist es ganz schön, weil sie gerne gegen den Strich besetzen. Also sie nehmen eine Frau, die so aussieht wie ich, die aber die Böse verkörpert. Und das wird dann eine spannende Mischung. Und beim Film ist es oft nicht so. Da wird ja oft audiovisuell, also visuell erzählt. Und dann wird viel mit diesen archetypischen Klischeebildern gearbeitet. Wer dunkle Haare hat, ist böse und wer helle Haare hat, ist gut. Und dadurch wird im Fernsehen einfach werde ich selten die Rollen der Bösen angeboten bekommen. Ich durfte sie aber auch schon spielen, zum Beispiel in der ZDF-Sitcom Lerchenberg. Da war ich einfach so eine junge Volontärin, die beim ZDF arbeitet und die nach außen hin ganz nett und charmant und höflich und freundlich ist und nach hinten rum einfach total die Intrigen gesponnen hat und eigentlich ganz hinterhältig war. Und das hat natürlich super Spaß gemacht. Also das mache ich schon auch sehr gerne. Achso, und ich habe ja auch schon mal die Mörderin gespielt, fällt mir gerade ein. Das war auch krass, da habe ich dann voll die Albträume bekommen, weil ich musste 2 Kollegen ermorden und den einen habe ich erstochen und den anderen mit der Pfanne erschlagen. Und wenn du in dem Moment, wo du diese Mordszene dann auch wirklich drehst und wirklich spielst, kommt dein Körper so ein bisschen durcheinander und dann fängst du an, davon zu träumen, wie du jemanden ermordest oder wie du ermordet wirst. Ich habe dann oft so Verfolgungsjagden irgendwie nachts nachgespielt und das ist dann schon ein bisschen absurd.
Also ich kenne mich nicht so aus, aber holt man sich da auch mal psychologische Hilfe, wenn dann die Albträume überhand nehmen? Oder wie verarbeitet man dann sowas? Nee, also so weit kam es jetzt in dem Fall noch nicht. Das geht dann oft von alleine wieder weg, in dem Moment, wo du aus der Situation aussteigst oder aus der Filmarbeit. Ich weiß von meiner Kollegin Karin Hanczewski vom Tatort, dass es ihr mitunter auch geht, wenn wir besonders harte Fälle drehen, dass es uns dann schon auch so ein bisschen in den Schlaf verfolgt. Aber im Normalfall kann man das Ganze dann relativ gut wieder loslassen. Wenn dein Leben ein einziger Film wäre, welchen Titel hätte der? Wendy wahrscheinlich. Deswegen, also ich musste ja so lachen, weil ich ja bei Freaks tatsächlich eine Wendy gespielt habe und ich das sehr witzig fand, weil mein ganz normales Leben besteht einfach nur darin, dass ich jeden Tag in den Stall fahre und meine Pferde versorge und ja, also insofern würde er wahrscheinlich Wendy heißen oder sowas. Ja, also dein Leben ist wirklich ein einziger Ponyhof, wenn man so will. Ja, ist er. Was geben dir die Pferde? Holst du dir auch mal so ein bisschen da Stärke fürs Schauspiel? Oder ist so ein bisschen Entspannung für dich, Kopf frei kriegen? Wie würdest du das beschreiben? Also ich habe die Reiterei zum gleichen Zeitpunkt angefangen wie das Drehen mit 10 und habe das nie ganz losgelassen, egal wie stressig es war. Und als ich hier in Karlsruhe am Theater gespielt habe, hat mein Vater mich irgendwann mal gefragt, so, ja, warum gehst du denn jeden Tag im Stall? Was bringt dir das denn? Und das hat dazu geführt, dass ich mal darüber nachgedacht habe, was mir das bringt. Und zur damaligen Zeit war es vor allen Dingen natürlich der Ausgleich dahingehend, dass den Pferden scheißegal ist, wie ich aussehe und wie ich heute drauf bin und ob ich geschminkt bin oder nicht, sondern Hauptsache, ich bin halt einfach da. Und ich hatte damals einen älteren Mann im Stall und das war ganz schön, der meinte irgendwann zu mir, der ist auch Regisseur gewesen und glaube auch Schauspieler, und der meinte irgendwann zu mir, ja, du bist so wie ich, du stehst mit einem Bein auf der Bühne und mit dem anderen in der Pferdescheiße. Und das fand ich irgendwie ein ganz schönes Bild. Und inzwischen hat sich's noch mal ein bisschen geändert. Also seit ich meine eigenen Pferde habe, beschäftige ich mich sehr, sehr viel mit einem sehr friedlichen Umgang mit Pferden. Das nennt sich Chi-Horsing. Und da schaut man eigentlich weniger darauf, wie das Pferd jetzt körperlich dasteht und ob es jetzt perfekt trainiert ist und was man jetzt alles an Leistung aus dem Pferd herausbringen kann, sondern man benutzt ein Stück weit das Pferd als Spiegel seiner Seele und Spiegel seiner Persönlichkeit. Und das funktioniert deswegen, weil Pferde dadurch, dass sie Fluchttiere sind und gleichzeitig Energiesparer, gelernt haben, ihr Gegenüber die vermeintliche Gefahr perfekt einzustudieren und perfekt wahrzunehmen, welche Schwingung bringt der mit. Also sprich, Pferd steht auf der Wiese, Löwe kommt und Pferd kann einschätzen, hat der gerade Hunger oder schlendert der hier nur durch die Gegend. Und dadurch sind Pferde in der Lage, uns Menschen wahnsinnig gut auszulesen. Das heißt, jede Verhaltensstörung, die mein Pferd, je länger es bei mir ist, über die Jahre entwickelt, kann ich davon ausgehen, dass die was mit mir zu tun hat und dass ich sozusagen ein Problem habe, ein vermeintliches oder eine Angewohnheit, die dazu führt, dass das Pferd sich so und so verhält. Also ein Beispiel wäre jetzt zum Beispiel eine Frau, zum Beispiel, die sehr weiblich ist, hat ein Pferd, was sehr männlich ist, also vielleicht sogar ein Hengst, ein großer stattlicher Hengst. Und sie würde jeden Tag zu dem Pferd hingehen und sagen, oh mein Duzzi, Duzzi, du bist so ein so süßer, du bist mein Goldschatz. Dann würde das Pferd wahrscheinlich irgendwann anfangen, total aggressiv zu werden, weil es sich in seiner Männlichkeit nicht gesehen fühlt und weil es einfach diese überweibliche Energie dieser Frau, die das ja ganz lieb meint, aber einfach nicht kompensieren kann. Und dazu würde es vielleicht im schlechtesten Fall führen, dass er dann anfängt zu treten und zu beißen und zu schlagen. Und das kannst du auf das gesamte Verhalten deines Pferdes sozusagen auslesen und auf dich selber ummünzen. Und das finde ich so unheimlich spannend, dass ich also mir jetzt vor kurzem sogar ein zweites Pferd gekauft habe, weil ich dieses Pferd als Spiegel meiner Persönlichkeit und als Entwicklungsmöglichkeit so faszinierend finde, ja, dass ich da sehr drin aufgehe.
Gäbe es auch mal die Möglichkeit für dich, mit einem Pferd im Fernsehen aufzutreten? Also vielleicht, weiß ich, in Dresden, dass dann die Verfolgungsjagd mal auf dem Pferd stattfindet, warum auch immer? Ich glaube, ich würde es inzwischen nicht mehr wollen, weil der Weg, den ich gewählt habe mit Pferden, ist geprägt von einem sehr, sehr friedvollen Umgang. Und in dem Moment, wo du ein Pferd dazu benutzt, in einem Film mitzuspielen, ist von friedvollem Umgang nicht mehr so viel übrig. Ganz logisch, weil das Pferd muss funktionieren und das muss trainiert sein und das muss in dem Moment einfach immer wieder das wiederholen, solange bis es im Kasten ist. Und ich glaube, so langsam komme ich an den Punkt, wo ich merke, ich würde das, denke ich, nicht mehr wollen, weil ich es nicht mehr mit mir vereinbaren könnte, das Pferd zu etwas zu zwingen, was es nicht möchte. Das ist nicht so, dass meine Pferde machen können, was sie wollen. Es ist eigentlich eher so ein bisschen daran orientiert, was man so als bedürfnisorientierte Kindererziehung bezeichnet, weil Pferde vom Intellekt ungefähr so vergleichbar sind wie mit dreijährigen Kindern. Und ich also immer schaue, ist die Situation für das Pferd gerade gut? Und wenn nein, warum nicht? Was kann ich daran ändern? Also das muss schon stillstehen, wenn ich sage, du, ich muss dir jetzt einfach mal die Hufe kratzen, weil es muss gemacht werden. Aber es muss eben nicht stillstehen, wenn ich einfach nur mit meiner Freundin quatschen will und keine Lust habe, mein Pferd auf die Koppel zu bringen. Kleiner Exkurs in meine Pferdewelt. Ich finde es gut, da haben wir alle was gelernt. Wir wollen jetzt mal so Richtung Ende langsam kommen. Du hast gesagt, naja, Tatort ist jetzt noch nicht so dein letztes Traumziel, noch nicht Endstation. Was wäre denn nochmal so ein großer Traum von dir? Oder gibt es vielleicht so ein, zwei Projekte, auf die du hinarbeitest? Nee, tatsächlich gar nicht konkret. Das war noch nie der Fall. Also ich habe noch nie in meinem Leben das Gefühl gehabt, das und das Projekt ist etwas, was ich unbedingt mal machen möchte. Ich entscheide das immer sehr intuitiv nach dem, was in mein Leben kommt oder durch meine Agentur angeboten wird oder was für Drehbücher ich lese. Und gehe da so ein bisschen mit dem, was kommt und fahre da bisher auch ganz gut. Unser letzter Gast, der hat eine Frage gestellt, also ohne zu wissen, dass du dieses Mal bei uns in der Folge bist, der hat die Frage gestellt, ob du dich auch engagierst in Präventivmaßnahmen in irgendeiner Form. Präventivmaßnahmen wofür? Also genau, ich stelle die Frage nochmal neu, ob du dich engagierst zum Beispiel für Jugendliche, dass die nicht spielsüchtig werden, oder ob du dich engagierst im sozialen Bereich, Thema Integration, also es kann alles sein, ne? Also ich bin seit jetzt knapp 3 Monaten für einen Verein hier in Karlsruhe als Opferschutzbotschafterin tätig. Das ist ein Verein, der heißt BIOS, das ist die Behandlungsinitiative Opferschutz, und die betreuen zum einen Opfer von Missbrauch und häuslicher Gewalt. Das ist, muss gar nicht zwangsläufig, sind das nur Kinder, sondern auch viele Erwachsene. Der Kinder- und Jugendbereich wird jetzt gerade erst ausgebaut. Und zum anderen, und das ist tatsächlich der Präventivbereich dieses Vereins, bieten die psychologische Hilfe und Betreuung und Begleitung an für Menschen, die das Gefühl haben, sie könnten straffällig werden. Also sprich zum Beispiel Pädophile, die feststellen irgendwann im Laufe ihres Lebens, scheiße, ich habe da eine Neigung, die einfach gar nicht geht, wie gehe ich damit um? Und die können sich an diesen Verein wenden und bekommen dort also eine psychologische Betreuung, um das Ganze irgendwie in geregelte Bahnen zu lenken und eben zu verhindern, dass sie straffällig werden. Es gibt auch ehemalige Straffällige, die also dann als Auflage für ihre Haftstrafe oder so dort zum Verein müssen und also diese Betreuung in Anspruch nehmen müssen. Aber es gibt eben auch viele, die das freiwillig machen. Und gerade jetzt in Corona-Zeiten, wo einfach viele Erwachsene mit ihren Kindern zu Hause eingeschlossen sind und nirgendwo hin können, nimmt es auch zu, hat mir der Verein mitgeteilt. Und es gibt auch eine Hotline sozusagen, wo man anrufen kann, wenn man irgendwie das Gefühl hat, da läuft gerade was aus dem Ruder. Und BIOS ist also deutschlandweit aufgestellt. In, glaube ich, nahezu allen großen Städten haben die Anlaufstellen und bieten psychologische Betreuung an und haben mich also vor einiger Zeit gebeten, ob ich sozusagen ein bisschen mich da mit engagieren kann, damit einfach das noch ein bisschen bekannter wird, dass es diesen Verein überhaupt gibt. Gute Sache. Letzte Frage an dich. Du musst eine Frage stellen an unseren nächsten Gast. Wer das sein wird, das wissen wir selbst auch noch nicht. Also es kann eine Frage sein, die aus welchem Themenbereich auch immer kommt. Kann alles umfassen. Oh je. Oh Gott. Kann auch eine Frage sein, die mit Schauspiel zu tun hat.
Ja, nach so einer guten Frage, ob ich im Präventivbereich tätig bin, ist natürlich jetzt total lächerlich, wenn ich frage, ob der oder sie schon mal irgendwie in einem Film mitgespielt hat. Das ist ja jetzt nicht so spannend. Aber, na toll, jetzt habt ihr mich voll überrannt. Also es kann auch die Frage nach dem Lieblingsfilm sein, zum Beispiel. Also es kann auch was Banales sein. Es muss. Okay, also dann mache ich eine schön banale Frage, die aber trotzdem immer irgendwie schön ist und vielleicht irgendwie Stoff für Anekdoten gibt. Ob er oder sie schon mal irgendeinen Promi getroffen hat und was, wie das war, und vielleicht ist es ja eh eine total prominente Person und die sagt, triff ich jeden Morgen im Spiegel. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja dazu eine interessante Story. Wir sind gespannt. Normalerweise spiegele ich die Frage gerne nochmal zurück an die Kandidatin, aber du triffst ja laufend Promis. Insofern sagen wir herzlichen Dank, dass du da warst bei Arsch und Ananas. Sehr, sehr gerne. Es hat viel Spaß gemacht. Das also war Folge 13 mit Cornelia Gröschel. Tatort und Wendy kam auch ein bisschen vor. Wenn es euch gefallen hat, dann teilt uns gerne über Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Spotify, wie auch immer und am besten mit der ganzen Welt. Alle bisherigen Folgen, die gibt es über die längste Internetadresse der Welt, www.arschundananas.wordpress.com. Uns gibt's wieder am Mittwoch, den 31. März. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, macht's gut, bis dahin, ciao, ciao.